Hey! Hallihallo. Pong hat Bier mitgebracht. Ich habe hier gehört, es gibt ja manche Leute, die gucken unsere Videos im Bett. Ja. Da kann ich nur eine Sache zu sagen. Hände über die Decke. Sonst werdet ihr blind. Hey, gut gehört. Ja. Blind? Blind, ja. Warum blind? So, sagt man das so? Früher haben wir das so gesagt. Ach, richtig. Was glaubst du, warum du auch eine Brille trägst? ich habe mir einen kleinen Fanservice ausgedacht. Ja, das finde ich gut. Fanservice. Alle Leute, die dieses Video hier sehen, wirklich Progress. Und, oh, tatsächlich. Da ist er! Der Hund! Guck, ich kann mich töten und tragen. Ah ja. Alle Leute, die dieses Video sehen. Ihr sollt euch frei fühlen, in die Comments Fragen reinzuschreiben, die ihr schon immer von den beleuchteten Brüdern beantwortet haben wolltet. Auch persönlicher Natur. Auch persönlicher Natur. Und werden sie beantwortet? Sie werden beantwortet, ob das ehrlich sein wird oder nicht, werden wir dann spontan gucken, aber wir werden uns natürlich um Ehrlichkeit bemühen. Aber wir haben ja auch gute, nette Fans, die sicherlich nichts fragen, was man nicht fragen sollte. Genau. Anzahl der Hoden zum Beispiel ist eine etwas unangebrachte Frage. Ich hab zwei. Oh Mann, ich wollte jetzt gerade draus machen, dass wir mal die Gesamtanzahl nennen können. Darf man aussuchen, wie sie verteilt sind. Ach nee. Ist schon wieder unentschieden. Guck mal, wie er guckt. Du musst hier die Flugkurve der Nüsse beachten. Sie gehen nämlich ein bisschen nach oben und dann nach unten. Das ist interessant. Und auch hilfreich, wenn man das weiß. Shit. Das ist alleine. Da oben wäre das Fass gewesen. Ich kann ihn nicht mehr steuern. Achso. Wir sind beide tot. Ja, ich dachte, wenn er noch alleine ist. Bei uns ist er nix. Normalerweise wird man getroffen und das Tier ist weg. Und nicht das Tier bleibt. Das ist alles verrückt. Ach nö. Das ist echt ein Kacklevel. Ja, das ist wirklich ein Kacklevel. Aber ich erinnere mich noch an einige andere Kacklevel, die noch kommen, die wirklich kacke sind. Das Lustige ist, wenn jetzt jemand hier wirklich Fragen runterschreibt und gern die Beantwortung haben möchte, ja. Das würde er erst bei den Fick den Knack! Scheiße! Das würde erst bei der nächsten Session soweit sein, dass wir die beantworten können. Achso, wir beantworten sie dann live. Ich dachte, wir haben sie unter den Comments geschrieben. Nein. Nein, nein, nein. Ah ja, finde ich gut. Nein, nein, nein. Hm? Wir selektieren dann sie. Nein, wir. Wir wählen aus den Hunderten von Zuschriften die besten aus. Dann gibt es ja auch einen Live-Chat. Vielleicht. Ja, also. Ja, lasst eurem Einfallsreichtum. Lasst euren Einfallsreichtum Bahn brechen durch die Tippkonsole eures Lieblings-Eintippgerätes. Für Buchstaben in digitaler Form. Gibt es denn noch überhaupt andere? Andere was? Buchstaben. Ich habe so viele Sachen gesagt. Ja. Außer digitale. Ja, es gibt auch handgeschriebene Buchstaben. Es gibt auch. Nee, geäußerte Buchstaben gibt es nicht. Das ist ein Laut, wo ich sage, es ist kein Buchstabe. Ja, ja. Ist die so eine Wünschelrute? Das ist ein Y. Das heißt. Was dir sagt, drück auf Y, wenn du bei der Wespe bist. Und du wirst Wespenleichen produzieren. Am laufenden Meter. Nur die roten nicht. Die sind zu stark für Nüsse. Das fand ich damals übrigens sehr schön. Achso, das habe ich gar nicht erzählt. Aber erzähl erstmal du. Du verlierst deinen Gedanken. Was für deine. Nee, erzähl mal. Ich habe damals mir ein Super Nintendo gebraucht gekauft. Weiß ich. Und da war Donkey Kong Country 1 dabei. Ja. Und dann war ich 1996 in Kanada bei einem so geilen Kindercamp und innerhalb dieses Kindercamps war ich unter anderem ein Wochenende bei einer echten kanadischen Familie untergebracht, mit einem Norweger zusammen.
Und diese Familie war derbe nicht die kanadische, sondern die amerikanische Klischeefamilie. Sie hießen die McDonalds. Waren alle ziemlich fett, alle ziemlich dumm, aber sehr lieb. Und der schon relativ dicke kleine Sohn hat ein Super Nintendo. Fuck! Und das Super Nintendo in Amerika hat andere Module, das wusste ich nicht, die sind eckig. Kaputt! Scheiße. Dabei war ich noch nicht mal über der Planke. Nee, das hat deinen Vogel getroffen eigentlich. Und diese dicke, freundliche Familie hat mit uns halt nicht wirklich was gemacht. Wir wollten halt irgendwie, wir sollten da was sehen, was von Land und Leuten mitkriegen. Aber der Sohn hat ein Super Nintendo. Und damit haben wir viel Zeit verbracht. Und der hatte dieses Spiel und ich habe noch nie was davon gehört. Ich wusste nicht, dass es einen Nachfolger gibt. Und das war natürlich totaler Wahnsinn für mich. Und da gab es das in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie das mit den Release-Dates war. Ja, ja. Und das war toll. Und als ich dann hier zu Hause wieder war und das dann rausgekommen ist, habe ich es mir gleich gekauft. Glaube ich. Dann erinnere ich mich nicht mehr. Und jetzt nach dieser tollen Geschichte bist du dran. Womit? Du wolltest was sagen. Weiß ich nicht mehr. Worum ging es denn? Irgendwas von dem Hintergrund, glaube ich. Und ich habe auch gesagt, du vergisst es sonst. Hast du gesagt, nein. Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Das habe ich nicht mehr. Nein! Mhm. Ach, dieser Vogel. Man kann das auch einfach so machen. Guck mal, jetzt ist nämlich die Flugkurve richtig gut gewesen. Mir gefällt die Musik. Sag ich doch, das ist ja geile Billig-Techno, aber die ist geil. Die ist geil, die geile Billig-Techno. Vor allem jetzt gleich. Toll. Ja. Da ist doch noch ein Fass. Eine Banane. Eine Banane. Wir kriegen gar keine DK-Münzen mehr. Das ist nicht schlimm. Und Gott sei Dank ist dieses Level zu Ende. Und wo muss ich jetzt hin? Zum Endgegner. Nach unten? Mm-mm. Du bist schon da. Aber geh noch mal einmal nach unten. Ich will sehen, wen Ausrufezeichen haben. Auch mehr. Das hast du doch nicht ernsthaft gedacht. Das ist ein Schwert oder was? Ja. Da, ich wusste nicht, dass ich schon spiele. Wieso ist das denn schon angefangen? Da war doch erst eine Sequenz. Ja, ja. Er verfolgt mich. Und wie heißt der so? Cleavers. Cleavers Clin. Ich weiß nicht, was ein Clin ist, aber offenbar irgendeine Art von Horror-Piratenschwert. Wie sie dieses Piratentheme durchziehen. Bis zum Endgegner der zweiten Welt hin. Kommen die Kugeln hier? Oh. Von King K. Rool. Warum macht er das denn? Ich glaube, der mag seine Untergebenen nicht besonders. Naja. Das ist ein internes Machtspiel, der nutzt uns aus, um seine internen Widersacher loszuwerden. Das ist sein eigentliches Ziel, ne? Ja. Das ist alles hochpolitisch, das Spiel. Das ist ein bisschen wie bei Disney. Also gibt es auch tanzende Schwerter. Wie werde ich ihn denn jetzt Herr? Ein Versuch wert. Einfach mal ins Messer springen. Killen heißt ja nicht Clin. Hm. Das ist voll gemein. Hier ist noch Sequenz und dann geht's sofort los. Ja, die verlangen noch was. Oh, das war richtig. Schlimmer als Quicktime-Events. Das ist die Geburtsstunde der Quicktime-Events. Das ist. So ging es los. Nein. Nein. Also A, es ist bestimmt nicht die Geburtsstunde, selbst wenn das... Ich frage mich, was die Geburtsstunde der Quicktime-Events wohl war. Das werden irgendwelche Olympia. Track and Field, genau. So wäre ich. Auf dem Atari. Ha! Habe ich dir gegeben. Ja. Jetzt warte erstmal ab, ob da vielleicht neue Kugeln... Ich glaube, da kommen keine neuen Kugeln, sondern neue Haken.
warte aber wenigstens auf die, bevor du auf ihn raufspringst. Adolch! Adolcho Cardoso! Kann gut halten, ein Trick spielen. Haken. Hoppala. 20 Leben nur noch? Wie könnte das passieren? Du bist nicht gut gesprungen. Vielleicht hast du nicht Y gedrückt gehalten. Nee. Mach ich nie. Hast du schon mal so ein Stück Schoki gegessen? Nein. Mach doch mal. Zum Bier? Ja, Schoki zum Bier. Das für eine Art und Weise. Richtige. Hast du die ganze Zeit Y gedrückt? Immer. Das ist hier Fighting Fire with Fire. Naja, du hast kein Feuer. Naja, aber man sagt auch Feuer, wenn man so eine Kugel abschießt. Insofern ist der Vergleich schon angebracht. So, und jetzt? Ja, wenn er dich erdolcht, musst du durch ihn rüber. Über ihn rüber. Genau, und jetzt kommen die Haken. Jetzt kannst du auch noch dich höher hangeln. Hey, hey. Und jetzt? Ja, mal gucken, was so passiert. So zum Beispiel. Hast du gesehen? Er ist derbe hinter mir her. Er ist on fire. Und ich habe ihm seine Gedächtniskirche entweiht. Sag nicht. Frag nicht. Bob Blum! Hoffentlich. Ja, du hast ihn getroffen. Nein, nein, weg, weg, weg. Springen ein bisschen wie die Hatz. Das ist die erste Hatz. Und du hast jetzt nämlich richtig den Vorteil, du hast nämlich eine Haarpracht nach oben. Er müsste jetzt tot sein. Eieiei. Ich habe noch zwei Münzen gesammelt. Und da ist lauter Knochen, der hat. Das ist ja unwahrscheinlich. Der war es. Knochen, das Schwert aus den Knochen. Knochenschwer. Da haben sie noch geil. Aber, nee, wie heißen die Ace of Base engagiert, damit sie noch Keys im Hintergrund spielen? Krem Quai. Soll ich jetzt mal hier zur, das Level noch machen, das Wasserlevel? Achso, wir machen eine Pause. Ja. Schon wieder? Ja, ich glaube schon. Krass.